OE24 gibt's jede Stunde Geld fürs Radio hören. Ja, super! Ich freue mich riesig darüber. Danke. 10.000 Euro Cash und die Chance auf eine Traumreise für zwei nach Ägypten. Jetzt anmelden auf OE24 Radio.at. Jetzt auf OE24 TV. Die Landtagswahl 2024 in Vorarlberg. Wer wird die politischen Weichen in Vorarlberg für die kommenden Jahre stellen? Wer punktet bei den Wählern und kann am besten überzeugen? Bei OE24 TV erfahren Sie es mit der ersten Hochrechnung, den Reaktionen der Spitzenkandidaten und der großen Analyse mit Josef Czapp und Peter Westenthaler. Die Landtagswahl 2024 in Vorarlberg. Jetzt auf OE24 TV. Ja, spannender Wahltag in Vorarlberg, der auch ein bisschen auf die Bundespolitik auswirkt oder auch nicht. Darüber sprechen wir jetzt und ich freue mich, im Studio zu Gast zu haben. Ist ja schon Tradition an Wahltagen. Peter Westenthaler, hallo, und Josef Czapp. Schauen wir noch einmal ganz kurz auf das Wahlergebnis, auf das aktuelle. Wir haben ja mittlerweile ein vorläufiges Endergebnis, allerdings noch ohne die Wahlkarten. Das Ganze sieht folgendermaßen aus. Die ÖVP kommt laut diesem Ergebnis jetzt auf 38,4%, ein Minus von 5,2 Prozentpunkten. Die FPÖ auf 28,2%, das sind plus 14,3%. Die Grünen auf 12,3%, minus 6,6%. SPÖ jetzt doch noch ganz knapp vor den Neos mit 9,1% und die Neos auf 8,8%. Herr Westenthaler, ich würde mit Ihnen starten. FPÖ ist der große Wahlsieger des heutigen Tages, plus 14,3 Prozentpunkte. Aber die ÖVP ist Erster geblieben und doch deutlich im Endeffekt, obwohl sie 5 Prozentpunkte verloren hat. Wie fällt Ihre Analyse aus? Es gibt einen einzigen Wahlgewinner heute und schon langsam ist das ja der Trend aller Wahlen, die so in den vergangenen Monaten, Jahren stattgefunden haben, dass die Freiheitliche Partei überdurchschnittlich hoch gewinnt, weil sie einfach bei den Menschen ist, weil sie die Menschen versteht, weil sie die Probleme anspricht. Über 14% plus ist gewaltig, es ist Höchststand auch in Vorarlberg. Ein weiterer Rekord in der Reihe der vielen Rekorde, erst vor 14 Tagen der Rekord bei der Nationalratswahl mit über 28%. Also hier bewegt sich etwas, hier ist was im Gange, wiewohl ich fairerweise auch sagen muss, auch dem Markus Wallner, den Landeshauptmann, muss man Respekt zollen in einer so schwierigen Zeit mit diesem Rückenwind, den die FPÖ einerseits hatte und den Gegenwind, den die ÖVP hatte, war der Verlust, ich meine 5% ist nicht wenig und das Ergebnis ist das schlechteste in der Historie der ÖVP. Trotzdem Respekt an den Landeshauptmann. Warum? Er hat deutlich gemacht und zwischen der Nationalratswahl und dieser Landtagswahl liegen nur 2 Wochen. Ganz einfach, er hat deutlich gemacht, den Nehammer sein Dilemma, dass die Menschen den Nehammer nicht wollen. Weil der Nehammer hat vor 14 Tagen in Vorarlberg 10% weniger gemacht als Wallner heute als Landeshauptmann. Das ist ganz klar eine Absage an Nehammer und seine Politik, auch in Vorarlberg und auch an seine Ausgrenzungspolitik. Und für mich war das heute schon auch ein Fingerzeig der Vorarlbergerinnen und Vorarlberger, dass sie mit dem, was sich da auf Bundesebene abspielt, mit der Teilabschaffung der Demokratie, also nicht den Wahlstärksten zur Regierungsbildung einzuladen, sondern eine Ampel der Verlierer zu bauen, das ist halt ein Fingerzeig gewesen, denn sämtliche Ampelparteien, die jetzt diese Ampel auf Bundesebene bauen wollen, haben entweder verloren oder haben stagniert, wie die Neos, die auf sehr niedrigem Niveau stagniert haben. Und das war der Fingerzeig heute und ich glaube, ein demokratischer und demokratiepolitischer Fingerzeig, wo ich hoffe, dass er jetzt in Wien auch verstanden wird. Wird das nicht verstanden, geht es die nächsten Wochen so weiter, dann sehen wir uns in 5 Wochen bei der Steiermark-Wahl wieder. Und ich glaube, da könnte das Beben noch tektonischer ausfallen, denn was die Menschen überhaupt nicht wollen, weder in Vorarlberg noch in der Steiermark noch in Österreich, ist, dass man Wahlergebnisse nicht anerkennt. Und auch heute wieder, man muss einmal die Dinge so benennen, wie sie sind, auch heute wieder wurde mit einer Zweidrittelmehrheit aller Wähler, das muss ich mir auf der Zunge zergehen lassen, mit einer Zweidrittelmehrheit der Wähler, Blau und Schwarz, als künftiges Regierungsmodell eigentlich gewählt. Die beiden haben eine Zweidrittelmehrheit und alle anderen kommen de facto nicht vor. Mein Beileid wieder mal an den Josef Czapp heute, Sozialdemokratie, man sieht, es geht immer noch schlechter, es geht immer noch unter die untersten Rekorde. Also ihr müsst euch was einfallen lassen, lieber Josef, das mit dem Babler. Das geht so nicht weiter. Ich würde empfehlen, Babler morgen, da gibt es eine Adresse, Wohlzeile 12, weißt du, was da ist? Das ist die Bundesstelle für Sektenfragen. Da kann man hingehen, kann man sich beraten lassen, wenn man eine Sekte gründen will.
das ist ja der Pablo und seine Truppe, was anderes ist ja nicht mehr. Und jetzt sage ich da was, wenn man dauernd so ausschaut wie eine Sekte, wenn man Politik macht, so eng wie eine Sekte, und wenn man nur Sektenmitglieder ein paar um sich schaut und am Ende so tut, als sei man eine Sekte, dann macht der Wähler aus dir eine Sekte. Und mit Verlaub, die SPÖ ist heute in Vorarlberg zu einer Sekte in Wahrheit gewählt worden. Das ist eine Kleinpartei geworden, die einst stolze SPÖ österreichweit, ist eine Kleinpartei heute geworden, die mit den Neos um Platz 5 rafft. Das muss man sich alles einmal auf der Zunge zergehen lassen. Und dann kommt noch immer keiner aus der SPÖ-Bundespartei her und sagt, Babler, es reicht. Es ist genug, Babler. Der einzige Mutige und Interessante, der Sager des Tages, war heute vom SPÖ-Berater, muss man sagen, vom Joe Kalliner. Der hat heute eine Bombe platzen lassen. Der hat heute hier gesagt im Interview, die Regierungsverhandlungen werden von Ludwig und Katze angeführt. Hä? Weiß ich was nicht? Ist der schon zurückgetreten, der Babler? Haben sie den schon irgendwo in der Versenkung verrammt? Da ist das ist der Neuigkeitswert des Tages. Der Babler führt gar nicht mehr die Regierungsverhandlungen. Der Joe Kalliner kennt sich ja aus bei der SPÖ, denke ich mal, der muss ja das ja wissen. Also ein Desaster. Rudi Fussi würde sagen, erbärmlich wieder mal die SPÖ. Großer Tag für die Freiheitlichen und ein klares Wählerbekenntnis in Vorarlberg und übrigens auch in ganz Österreich, weil ÖVP und FPÖ haben auch in ganz Österreich 55%. Die Mehrheit, der Wählerwille ist bürgerlich rechts in dem Land und ich hoffe, dass das Politiker endlich auch erkennen und den Wählerwillen ernst nehmen. Herr Czapp, da war jetzt einiges dabei, aber räumen wir es vielleicht noch einmal von hinten auf. FPÖ stark zugelegt heute, ÖVP verloren, aber weniger als die Umfrage, es gab ja nur eine, vermuten hat lassen. Und, Herr Westner hat es gerade angesprochen, an sich eine deutliche Mehrheit für Schwarz-Blau. Die einzige Zweierkoalition, die über eine klare Mehrheit im Vorarlberger Landtag verfügen würde. Ist das der Wählerwille, so eine Koalition? Zuerst einmal möchte ich vorausschicken, es ist ein Wählerwille in Richtung, so sieht es aus, schwarz-blau und nicht blau-schwarz. Das ist ein großer Unterschied. Denn warum es auf der Bundesebene geht, ist, ob es blau-schwarz gibt oder nicht blau-schwarz gibt. Denn Nehammer sagt mit Kickl nicht und Kickl sagt mit mir schon. Und das ist die Diskussion, die die zwei gerade haben. Ich hätte immer lieber gehabt, dass das inhaltlich ausgetragen wird. Ja. Warum kann die ÖVP nicht mit der FPÖ? Warum kann die SPÖ nicht mit der FPÖ? Warum können, ich weiß nicht, wir alle noch nicht mit der FPÖ, warum nicht die FPÖ mit den oder den? Damit einmal der Wähler, die Wählerin oder die Österreicherin, die Österreicher mal auskennen, was ist überhaupt der Hintergrund dieser Diskussion, der Auseinandersetzung? Weil das kann ja nicht nur bloß um Personen gehen, das war ja furchtbar. So, also muss es einen Hintergrund geben. Das ist einmal das eine, was ich aus dem Ganzen herauslese. Ansonsten Respekt, Gratulation den Siegern, mein Gott, wird einmal anders, wenn wir da andere Zeiten kommen, ich merke mir dann deine Sauger, die drehe ich dann um und sagst dann in deine Richtung. Musst du lang werden. Ja, aber ich glaube, es wird sich noch ausgehen. Also ich das, bin im Training, ich schaue, dass ich das auf alle Fälle noch erreichen kann und umsetzen kann. Das einmal dazu, das Wahlergebnis nicht ernst nehmen, wir leben nicht in einer Bananenrepublik, ja, obwohl ich Bananen sehr schätze, ja, und das vor allem die Fairtrade-Bananen. Aber trotzdem muss ich sagen, der Wählerwille ist auf der Bundesebene 28% oder 29% für die FPÖ. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. So. Und ich finde, das muss man mal sehen, dass das nicht automatisch bedeutet, dass es einen blauen Bundeskanzler geben muss, in dem Fall den Herbert Kickl. Muss nicht sein. Kann sein, muss nicht sein. Der Wählerwille ist zumindest von der relativen Mehrheit klar, eindeutig. Darum habe ich ja immer gesagt, der Bundespräsident sollte da nicht irgendwelche Ehrenrunden drehen lassen, sondern der soll einfach den Stärksten den Auftrag geben. Und wenn der keine Mehrheit im Parlament hat, dann hat er keine Mehrheit und die Sache ist erledigt. Dann kommt der Zweitstärkste dran. Ich finde, das ist ein Usus, eine Usance, wie es diejenigen sagen, die ein bisschen Französisch reden wollen. Und dann kann man über die Sache weiter diskutieren. Also ich finde im Großen und Ganzen, ansonsten zu den 9%, die haben es das letzte Mal schon gehabt, die 9%. Die kann man ehrlicherweise mehr vorstellen. 0,6. Da reden wir über die SPÖ noch ausführlich, aber bleiben wir vielleicht bei Schwarz-Blau. Sollte es zu Schwarz-Blau kommen? Und Markus Wallner, wir haben das Statement gehört, er hat gesagt, es ist ein Wunsch nach Veränderung. Das kann man schon deuten, dass das Richtung Schwarz-Blau auch bei ihm geht. Wäre dann die vierte schwarz-blaue Koalition in Österreich, nach Niederösterreich, Salzburg und Oberösterreich. Was für Auswirkungen hätte das Ihrer Meinung nach auch auf die Bundespolitik? Glauben Sie, dass dann in die ÖVP-Bewegung reinkommt? Ich würde sagen, noch geht ja.
wenn das die vierte ÖVP-FPÖ-Koalition wird, und die Wahrscheinlichkeit ist groß, kann man sagen, na geht ja, und es ist wiederum ein weiterer Mosaikstein oder sogar Nadelstich gegen die Ausgrenzungspolitik, die persönliche Ausgrenzungspolitik Nehammers gegen Kickl. Das sieht doch mittlerweile jeder mit freiem Auge, dass dieser Kurs Nehammers dramatisch und spektakulär gescheitert ist. Dass er mit seiner persönlichen Animosität zu Kickl nicht nur seine gesamte ÖVP quasi in Geiselhaft nimmt und sagt, wir dürfen nichts machen, nur weil ich den nicht mag, ist doch für die ÖVP ein Dilemma, ein Desaster sondergleichen. Und es ist heute von vielen gesagt worden, naja, das war so, das ist eine Strategie, ja? Wenn man besonders den Kickl ausgrenzt, dann kann man damit Wahlen gewinnen. Das ist aber nicht passiert. Der große Unterschied halt zwischen dem Wallner in Vorarlberg und dem Nehammer in Wien, dem bald Ex-Bundeskanzler, ist doch der, dass Wallner die FPÖ niemals ausgegrenzt hat von einer Regierungsbeteiligung. Weder dem Bitsche persönlich, den ich übrigens gratulieren muss, der Busch hat eine tolle Arbeit gemacht. Das ist der Shootingstar im Moment in der Politik. Ein junger, ich glaube 33 Jahre, Familienvater, der eine tadellose Wahlkampfpositionierung gemacht hat und sehr, sehr gut zugelegt hat und gewonnen hat. Aber der Wallner hat zwar einen Wettbewerb ausgerufen, ja, um den Landeshauptmann, strategisch richtig, weil damit hat er noch ein paar Stimmen geholt, aber er grenzt nicht aus und man wird das auch sehen. Es wird in Vorarlberg zu dieser schwarz-blauen Zusammenarbeit kommen, noch nicht, weil gerade in Vorarlberg die Demokratie sehr, sehr hoch gehalten wird und dort ist der Wählerwille mit 66%, das ist eigentlich unfassbar, für ÖVP und FPÖ. Und auf Bundesebene haben wir eine ähnliche Situation, nicht ganz so hoch, sondern 55%, also eine ganz klare, absolute Mehrheit für FPÖ und ÖVP. Und dann sitzt einer wie der Nehammer, der die Wahlen mit Bomben und Granaten verloren hat, bis übrigens alle bisher, der hat noch nie eine Wahl gewonnen, der normalerweise am Wahlabend zurück hätte treten müssen mit dem minus 11%. Und der, dem gestattet man es und dem erlaubt man es, gegen den Willen der Wähler und nur weil er persönlich den Kickl nicht mag, quasi gegen den Wählerwillen eine Ampelkoalition zu bilden mit Verlierern. Denn die SPÖ ist Verlierer der Nationalratswahl, und zwar haushoch am Ende, weil sie von ihrem tiefsten Stand nur mehr übergeflogen ist, mit Verlierern eine Koalition zu bilden, mit der Räuberleiter des Herrn Bundespräsidenten, der da mitspielt, das alles schon vor der Wahl mitpaktiert hat. Und das ist halt etwas, wo ich sage, das ist furchtbar. Und lieber Josef, diese Umdefinition von Wahlergebnissen, die du leider, und es tut mir leid, dass du das machst, dass das ein paar Wahlverlierer einfach machen, ist mir klar. Aber dass auch du das machst und sagst, naja, die FPÖ hat zwar 29% bei der Nationalratswahl, das heißt aber 71% sind dagegen. Josef, wenn das die neue Rechnung der Demokratie ist, weißt du, was sich da denn heute in Vorarlberg abgespielt hat? 91% der Vorarlberger waren heute gegen die SPÖ. Das sollte man auch dazu sagen. Also Vorsicht mit diesem Argument, weil da schneidet die SPÖ statistisch gesehen noch schlechter ab. Das ist kein Argument in der Demokratie. In der Demokratie geht es um den Wählerwillen. Und der Wählerwille zeigt sich in der Differenz der Stimmen zur letzten Wahl. Und da hat die Freiheitliche Partei sowohl heute mit 14% als auch bei der Nationalratswahl ähnlich 14% am meisten dazugelegt. Das heißt, die Wähler wünschen, dass die Freiheitlichen einer Regierung dieses Land modernisieren, es reformieren und in eine bessere Zukunft führen. Und sie davor auszuschließen, ist bereits der Stoff, aus dem die nächste Wahlniederlage, nämlich in der Steiermark, gemacht wird. Ich garantiere dir, die Steirer sind noch sensibler, wenn es darum geht, dass sie nicht ernst genommen werden von Rot, Schwarz, Grün, Ampeln und Präsident. Dann gibt es dann dort noch mehr eine tektonische Verschiebung. Und wahrscheinlich wird es notwendig sein, wenn ich mir den Herrn Nehammer und seine Kumpanen anschaue, die wollen das durchziehen. Die ziehen beinhart durch, Niederlage und wird trotzdem Kanzler. Ich wünsche Ihnen alles Gute dabei. Also Norm, ich bin nie für Ausgrenzung gewesen. Nie. Selbst in der Zeit, mit der Jörg Haider Parteiobmann war und da ziemlich aufgemischt hat in der Innenpolitik, habe ich immer gesagt, man muss sich inhaltlich auseinandersetzen. Was will ich, wo, was will ich nicht, was er da vorschlägt. Die Dritte Republik wollte ich zum Beispiel nicht, ja, die er da skizziert hat. Und dann gibt es noch andere Punkte. Und wenn es keine Schnittmengen gibt, die sich in den Sondierungsgesprächen, die ich jedes Mal gemacht habe, auch mit den Freiheitlichen. Und wo sie dann am Ende herausgestellt hat, dass die Schnittmengen, wie so schön in der Fachsprache heißt, zu gering sind, dann ist es so. Das hat mit Ausgrenzung nichts zu tun. Ja. Also das möchte ich schon einmal vorausschicken, damit man das nicht in einem falschen Licht da sieht. Und nochmal, ich habe nicht gesagt, 70% wollen wir nicht. Ja. Ich weiß, es gibt Umfragen, da gibt es eine erkleckliche Anzahl, die sagt, warum soll die Freiheitlichen nicht in der Regierung sein. Es gibt aber
sehr hohe Zustimmung dafür, warum die Sozialdemokraten in der Regierung sein sollen. Also das gibt es ja auch. Also da ist das ist ziemlich, wie soll ich sagen, fast ein Signal, ja, nach was die Leute lechzen, und zwar zu Recht, das heißt nicht streiten, sondern arbeiten und am besten sollen alle miteinander irgendwo eine Gesprächsbasis haben und irgendwo zusammenarbeiten. Das war immer meine Philosophie, bei der Philosophie bleibe. Nur ein Schmäh der ÖVP ist diesmal nicht aufgegangen. Ja? Dieses Kopf an Kopf, das haben sie gemacht in Kärnten, in Salzburg, in Tirol, jedes Mal. ÖVP, ÖVP, Kopf an Kopf, ja, Kopf an Kopf. Das ist aufgegangen, sagen viele, weil die ÖVP weniger verloren hat, als vielleicht gedacht. Oder? Ja, ja, aber was nicht aufgegangen ist bei dem Schmäh ist, dass es quasi dann wirklich so endet und dann, dass das wirklich ein Wahrheitsgehalt hat. Es war ein Schmäh und der ist aufgegangen und das war erfolgreich. Ich habe gerade gratuliert vorhin, gesagt, wenn man sich zum x-ten Mal bei der x-ten Landtagswahl hinstellt und sagt, wir sind gefährdet, wir armen ÖVPler und wir haben es auch nicht mehr Bauern, nicht mehr unsere Familienmitglieder wollen uns. Und dann sagen alle, na, das wollen wir auch wieder nicht. Und dann haben sie in den genannten Bundesländern nach der Reihe die ÖVP gewählt und doch, der Schmäh ist aufgegangen und der war wieder erfolgreich und ja, ist ja okay. Ich meine, es ist ja jedes Mal eine freie Wählerentscheidung. Es ist ja egal, mit welchem Motiv die dann im Endeffekt dort hingeht, aber der Schmäh ist nicht aufgegangen beim Nehammer, das muss man schon sagen. Ja. Ich würde es konkretisieren, weil das heute das ist schon zu bemerken, der Josef völlig recht. Bei allen Wahlen der letzten zwei Jahre, mit denen er Nehammer irgendwas zu tun hat und übrigens alle spektakulär verloren hat, hat die ÖVP einen Schmäh gemacht und nicht nur die Leute angeschummelt, sondern dann das Wahlergebnis einfach uminterpretiert. Was ist der Schmäh der ÖVP? Der Schmäh der ÖVP ist, Sie wissen, dass sie einfach schlechte Politik gemacht haben und von Wähler abgestraft werden. Das ist keine Raketenwissenschaft, wissen wir heute. Das heißt, sie wissen, dass sie jede Wahl dramatisch verlieren. Oder weniger dramatisch. 5% kann man jetzt sagen, ist dramatisch oder nicht. Aber sie haben Wahlen meistens zweistellig verloren, bis hin zur Nationalratswahl. Und was macht die ÖVP? Im Vorfeld dieser Wahlen macht sie eine gefakte Erwartungshaltung. Das heißt, es geht nur mehr darum, ist man Erster oder Zweiter. Das wird dann auch geschaut und in einigen Fällen haben sie ja gewonnen, waren sie Erster, Niederösterreich zum Beispiel, haben aber auch 10% verloren, mit der Hoffnung, dass keiner mehr darüber diskutiert, wie viel sie eigentlich verloren haben. Und das ist das, man interpretiert ein Wahlergebnis aufgrund einer gefakten Erwartungshaltung um. Und das passierte heute eigentlich auch wieder. Es sind immerhin über 5% minus. Es ist das schlechteste Ergebnis der ÖVP in Vorarlberg seit Bestehen in der Geschichte und das Beste der FPÖ. Aber wichtig war nur, dass man Erster bleibt und dass man eben nicht zu viel verliert. Das ist schon der geringe Anspruch der ÖVP. Und ich behaupte, dass das nicht dieses Ausrufen des Duells war. Jeder Wahlforscher wird wissen, dass in den letzten zwei, drei Wochen in Wahrheit sich nicht mehr so viel bewegt, außer es in den Megaskandal. Aber nur ein Ausrufen eines Duells um Platz 1 hat mit Sicherheit jetzt keine große Wählerverschiebung gemacht. Der Unterschied sind die Personen und die politische Strategie. Die Person Wallner ist in Vorarlberg trotz minus 5% anerkannt. Der ist anerkannt als Landeshauptmann. Seine Arbeit offenbar auch. Der grenzt niemanden aus. Im Gegenteil, der kann mit allen, auch mit der FPÖ. Und im Bund sitzt ein Nehammer, der ausgrenzt. Der sagt, mit dir nicht, wenn mir der Nase nicht gefällt oder was immer. Er kann es eh nicht begründen. Antidemokratisch. Auch nicht wirklich der Kanzler der Menschen. Der ist noch nie gewählt worden als Kanzler, ist jetzt Zweiter nur geworden und will sich mit einer der schwersten Niederlagen oder die schwerste Niederlage der ÖVP in den Kanzlersessel schummeln, mit Hilfe der anderen Verliererpartei, mit Hilfe des Herrn Babler, der NATO-Beate und dem Herrn Bundespräsidenten. Und das ist so, das riecht man als Wähler so und das ist sowas, das ist grauslich. Und deswegen versucht man, wenn man die Chance hat, heute in Vorarlberg und in 5 Wochen in der Steiermark, dagegen was zu tun. Und dagegen was zu tun, tut man am besten, indem man jenen die Stimmen gibt, die da von diesem ganzen Kartell der Ausgrenzer ausgegrenzt werden, nämlich den Freiheitlichen. Und ich glaube, dass das in der Steiermark auch so gesehen wird. Aber weil du das gerade mit den Verlierern immer so blumig darstellst, schau, wenn die SPÖ, die hat faktisch das gleiche Ergebnis gehabt vom letzten Mal unter Rendi Wagner. 21%. 0,1 weniger. Ich streite ja nicht und das ist ja kein gutes Ergebnis. Ich sitze ja nicht da, um zu sagen, oh, super, es war immer ein Traum, dass wir nur 21% haben. Aber nur du hast so dargestellt, wie man die gerade 20-30% verloren haben. Das stimmt nicht, aber sie haben das gleiche erzielt. Schlechte Ergebnis, ganz schlechte Ergebnis wie beim letzten Mal. Die Neos haben bloß 1%. Das heißt, die zwei würden eine Koalition machen mit jemandem, der gerade 10, 11, 12% verloren hat. Ja, das lässt sich aber auch machen. Ich sage es ja,
nehmen wir da wie eine Hilfsorganisation. Ja, es ist ja gerade, nein, es ist ja wie eine Hilfsorganisation. Wir helfen es der ÖVP, dass die trotz diese Riesenverluste trotzdem regieren können. Das ist jetzt sozusagen, ja, das, was daran du auch sagst. Weil ihr die FPÖ ausgrenzt. Entschuldigung. Nein, über das ist ein... Daher heißt die ÖVP pragmatisiert dann, in jeder Regierung. Da sollen die Verhandler sollen und die Sondierungsgesprächsführer sollen einmal sich hinsetzen und sollen einmal überhaupt schauen, wo gibt es irgendwelche Berührungspunkte, irgendwelche Überschneidungen und so weiter. Dann kann man über das auch darüber diskutieren. Ja. Aber das wird nicht gemacht. So, und dann wird man sehen, ob die Sondierungen das ergeben, dass das überhaupt zu Regierungsverhandlungen kommt. Ich bin mir da gar nicht sicher. Jetzt kommt einmal noch die steirische Landtagswahl, jetzt war Vorarlberg. Jetzt werden wir mal sehen, ob das überhaupt in diese Richtung geht. Dann werden wir sehen, was sagt der Bundespräsident, ja, der da überall Gespräche geführt hat. Ich frage mich nur, warum nur mit den drei stärksten Parteien, warum nicht auch mit dem vierten und mit dem fünften? Die gibt es ja auch. Bei einer Allfällenkoalition brauchst du einen von den anderen zwei auch noch. Ja. Das verstehe ich nicht, diese Vorgangsweise, aber ich will da nichts belehren, er ist der Bundespräsident. Also, du glaubst allen Ernstes, dass was uns diese Schmierenkomödie, dieses Dramolett, was uns da geboten wird, inklusive des antidemokratischen Bundespräsidenten, dass das alles gerade passiert? Dass das aktuell ist, dass das heute und morgen entschieden wird? Josef, das ist alles ausgewackelt, schon vor der Wahl. Was jetzt passiert, ist ein Abarbeiten eines Kartellsystems, das sich darauf geeinigt hat und eingehängt hat, wie man nach der Wahl den Wahlgewinner fernhält von einer Regierung. Und das ist ein Plan, ein Masterplan, der jetzt abgearbeitet wird an der Spitze des Bundespräsidenten, der sich ins Unrecht setzt und von dem als einzige Fußnote in der Geschichte bleiben wird, dass der erste Präsident ist, der den Wählerwillen nicht akzeptiert hat und den Regierungsbildungsauftrag nicht dem Stärksten gegeben hat, was ich für skandalös und antidemokratisch empfinde. Das geht so einfach nicht. Und dann noch vorweg nimmt auch schon das Ergebnis. Und der Bundespräsident sich hinstellt und sagt, ich weiß, es gibt ein Bad. Es hat aber noch niemand miteinander geredet, offiziell, wenn wir bei dieser Systemfrage bleiben. Also kann er es ja gar nicht wissen, weil wir müssen erst miteinander reden. Und dann kommt raus, gibt es ein Patt oder nicht. Aber das von vornherein hinzustellen, heute für unglaublich. 1999 hat der Viktor Klima damals von Thomas Klestil als stärkste Partei den Regierungsbildungsauftrag bekommen. Und jetzt kommt's, obwohl er die Nationalratswahl damals krachend verloren hat. Ja, über 30%. Naja, aber minus wie viel? Und erster war er. Ja, und 6% minus, ich darf nicht vergessen. Und der dritte ist dann Kanzler. Ja, ja, aber ich sage trotzdem, ich hätte ja damals der Thomas Klestil sagen können, nur die SPÖ hat so viel verloren, die haben kein Vertrauen mehr, reden sie miteinander, ich vergibe keinen Regierungsbildungsausweis. Also stell dir das vor, was da geschehen war. Oder stell dir vor, der Norbert Hofer wäre Bundespräsident geworden und hätte so agitiert und agiert politisch, Kleinkasteldenken wie der Van der Bellen, wenn die Grünen Erster geworden waren und hätte gesagt, na, den Grünen gebe ich keine Regierungsbildung auf, so redet man miteinander. Also ich halte das wirklich für skandalös und die heutige Wahl, und da kann man ja den Vorarlbergerinnen und Vorarlbergern nicht genug danken, dass sie hier einen Fingerzeig gemacht haben und gesagt haben, das wollen wir nicht. Und jetzt wird man sehen, ob da Bundespolitiker, die vielleicht noch irgendwas in dieser, in dieser Republik verbessern wollen, denen es wirklich um Politik geht und nicht um Backeleien und nicht um ein Machtkartell der Verlierer, dass die zum Nachdenken anfangen und sagen, das ist eigentlich ein anderer Wählerwille da in Vorarlberg, letzter Satz. Und wenn wir das einfach negieren die nächsten Tage und vom Tisch wischen, dann garantiere ich dir, kommt in der Steiermark der Hammer, der richtige Wählerhammer, weil die Leute lassen sich halt nicht mehr Papier los. Ja, in Vorarlberg werden die sowieso dem Wählerwillen entsprechen. Die Ergebnisse sind ja eindeutig am Tisch. Und noch einmal, also das ist einmal, ich setze mich nicht her und sage, das ist nur Vorarlberg, aber es ist auch Vorarlberg. Ja, das muss man schon auch sagen. Schau, deine Erzählung geht immer in die gleiche Richtung. Es gibt schlicht und einfach eine Verschwörung. Ja, und zwar schon seit langem. Das ist die ewige Erzählung. Schau, dass die miteinander geredet haben, damals sogar, hat es sogar viele gegeben, die auch mit der FPÖ geredet haben, da kann ich mich gut erinnern. Naja, ja, noch damals in der Zeit, wo der Schlögl noch drinnen war in der Regierung, damals in der Zeit, wo der Klima... Aber das ist ja nichts Unanständiges. Nein, es kann ja Gespräche geben. Gespräche wird es wahrscheinlich jetzt auch gegeben haben und auch weiterhin geben. Aber daraus eine, wie soll ich sagen, bürgerfeindliche Verschwörung zu machen, ist ein bisschen zu viel. Wählerfeind. Ja, es ist im Endeffekt ja Bürger, weil der Wähler ist ja auch Bürger. Ja, also das machst du heute jetzt da permanent bis hin. Nein. Aber es ist auch nicht in dem Sinn antidemokratisch. Es ist eine Interpretation eines Wahlergebnisses, das an jeden freisteht. Ja, das musst du schon auch akzeptieren. Also wenn du hast 50% und man sagt, trotzdem die 50% haben die Plan, sie kriegen nicht den Wählerauftrag, das ist antidemokratisch, das ist dann arg, das ist eine Verschwörung, das ist gegen die Demokratie.
fertig. Da sind wir sowieso einer Meinung. Aber bei gesagt, 28... Dass die bekommen soll, nein, ich bin ja dafür. So, ich sag's ja. Nein, ich versuche nur... Ich will da jetzt ein bisschen behilflich sein, weil deine rhetorischen Künste wir ein bisschen unterstützen und ausfeilen. Ja. Aber es ist trotzdem so, dass du, dass das zu einfach ist. Und du musst akzeptieren, da gibt es 5 Parteien, die suchen eine Mehrheit im Parlament und der Wähler wird dann entscheiden, ob das eine glückliche Entscheidung war, ob das Programm, sollte es eine Dreierkoalition geben, ob die das Programm wollen und dann unterstützen und bei den Wahlen dann die mehr Stimmen kriegen oder nicht, dann läuft es eh anders. Machen wir ganz kurze Werbepause, dann kommen wir gleich zurück und dann sprechen wir über die SPÖ. Wie gesagt, heute 9,1% in Vorarlberg, ganz knapp nur vor den Neos gelandet und da hat sich ja einiges getan in den letzten Tagen. Auch darüber werden wir sprechen nach einer ganz kurzen Werbepause, sind wir zurück. Jetzt auf UI24TV. Die Landtagswahl 2024 in Vorarlberg. Wer wird die politischen Weichen in Vorarlberg für die kommenden Jahre stellen? Wer punktet bei den Wählern und kann am besten überzeugen? Bei UI24TV erfahren Sie es mit der ersten Hochrechnung, den Reaktionen der Spitzenkandidaten und der großen Analyse mit Josef Czapp und Peter Westenthaler. Die Landtagswahl 2024 in Vorarlberg. Jetzt auf UI24TV. Wir kommen zurück zu unserem Special zur Vorarlberger Landtagswahl. Das Ergebnis steht mittlerweile fest. Die ÖVP Erster, allerdings verliert sie 5 Prozentpunkte. Die FPÖ großer Gewinner mit 14 Prozentpunkten plus, kommt auf knapp 28%. Weniger erfreulich war das Ergebnis für die SPÖ, 9,1%, sogar leichtes Minus zur letzten Wahl. Stand jetzt noch ganz knapp vor den Neos, wobei die Wahlkarten sind noch nicht ausgezählt. Zufrieden kann man mit dem Ergebnis nicht sein, oder? Vorarlberg kein leichtes Pflaster für die SPÖ. Ja, das war sehr charmante, immer betonen. Eine charmante Formulierung in der Frage. Weniger erfreulich, es ist gar nicht erfreulich. Ja. Und ich meine, man wird sich da sicherlich einiges überlegen müssen, dass man da mal wieder einen Anstieg zustande bringt, unter anderem eben auch in Vorarlberg. Denn das Wiederholen von schlechten Wahlergebnissen, das hat meiner Meinung nach keine Botschaft, die zu akzeptieren ist. So, das ist das, warum das in Vorarlberg so ist. Schau, meistens, ich habe ja oft so viel erlebt in meiner Tätigkeit, Siege, aber auch keine Siege. Und bei Siegen ist dann immer alles total okay gewesen, alles, die Politik, der Wahlkampf, einfach alles. Und bei Niederlagen neigt man dann dazu, zu sagen, es war gar nichts okay. Oder man sagt auch bei Niederlagen, es hätte schlimmer sein können, es ist trotzdem alles okay. Ich finde, letzteres ist undenkbar und unmöglich. Also ich finde, die werden sich einfach da Gedanken machen müssen, zumindest einmal in Vorarlberg, wie man aus dem Tal der Tränen rauskommt, obwohl sie dann in einzelnen Gemeinden, glaube ich, gar nicht so schlecht waren. Das ist sehr unterschiedlich. Aber trotzdem ist es natürlich kein gutes Wahlergebnis. Aber wenn so, sei es milde, ja. Ja, also ich bin milde. Aber Josef, das Tal der Tränen tränt gerade nicht in Vorarlberg, sondern das ist von Ost nach West, ist das DSPÖ einziges Tal der Tränen, wenn du dir die letzten Wahlen anschaust. Und ich muss jetzt echt die Vorarlberger SPÖ in Schutz nehmen, weil die am wenigsten dafür kennen, was der Babler aufführt. Der Babler hat ihnen das eingebracht. Der Babler ist im Moment kein, was heißt, Mensch, wird er nie sein, war er nie. Der ist der Bad Runner der SPÖ. Das heißt, der zerknallt alles im Moment. Egal, solange der Parteivorsitzender ist und so eine Performance hinlegt. Und das sage ich über Josef, nicht nur ich. Schau, ich könnte jetzt wieder zitieren den Hannes Androsch, den Hans Mahr, den Joe Kalliner, zuletzt Fussi. Oder, was ja ganz spannend ist, die Aussage von Gerhard Zeiler, auch ja ein bekennender Sozial- und bekannter Sozialdemokrat, dass den seine Prognose so rasch erfüllt wird, wie er gesagt hat, erst vor wenigen Tagen, wenn der Babler mit seinem Kurs so weitermacht, dann macht er die SPÖ zur Kleinstpartei um die 10%. In Vorarlberg unterlaufen sie das schon, da sind sie schon Kleinstpartei. Und er sagt, jeder andere SPÖ-Chef in der Geschichte wäre bei diesem Ergebnis zurückgetreten, hätte sich aus dem Spiel genommen. Und das ist es. Solange Babler, der einfach nicht sieht, der alles falsch gemacht hat, was man falsch machen kann, dem man vielleicht das Einzige, wenn man was Positives sucht, sein Engagement vorhalten kann. Ja, das hat er, aber leider ist das zu wenig. Er hat eine falsche Rhetorik, er hat die falschen Inhalte.
Und er hört auf die falschen Leute. In diese Fünf-Personen-Sekte, die er da hat, da kommt keiner hinein. Also alle, die jetzt im Fernsehen auftreten sind, jetzt waren wir der Karl Schlögl auf einem anderen Sender, der Rudi Fussi, alle, die da auftreten, die es eigentlich gut mit ihm meinen, sagen, sie haben keinen Kontakt. Der ist gar nicht erreichbar für die. Das ist unpackbar. Der ist in einem Tunnel, oder besser gesagt in einem Elfenbeinturm, beraten von der kommunistischen und sozialistischen Jugend und ihren Kindern. Naja, es ist ja so. Und völlig falsch gepolt. Das heißt, die Sozialdemokratie muss sich die Existenzfrage mittlerweile stellen, ob es nicht gescheiter wäre, ein Ende mit Schrecken, ein Schrecken ohne Ende. Einer versucht es. Das tragt zwar auch zu einem gewissen Maß an Chaos bei, was der Herr Fussi da macht mit seiner Kandidatur, aber wer weiß, für was es gut ist und wer da dahinter noch kommt. Und wenn du am Wochenende, ich bin heute in der Steiermark gewesen und fast jedes Wochenende, den SPÖ-Landesparteitag, der zugleich ja der Wahlauftakt war, anschaust, tut es der Herr Babler mittlerweile unerwünscht. Also der darf nicht einmal beim Wechsel fahren. Ich glaube, wenn der Richtung Wechsel fährt, fährt schon die steirische SPÖ und sagt, bitte nicht weiterfahren. Der darf nicht vorkommen, an dem Wahlkampf nicht. Und ich habe es hochinteressant empfunden, dass der Toni Lang, den ich persönlich auch nicht ganz gut kenne, von einigen Veranstaltungen, das ist ein einziger hemdsärmeliger Mensch, der verbietet sich mittlerweile, dass der Herr Babler überhaupt nur eine Minute dorthin kommt und richtet ihn am Samstag aus, ganz klipp und klar, ohne Wenn und Aber. Also der druckt nicht herum wie manche anderen, sondern er sagt, Babler, die SPÖ mit dir muss in die Opposition. Das hat er ihm ausgerichtet vom Parteitag. Er verlangt, dass der Babler mit der SPÖ in Opposition geht. Das ist kein Auftrag für eine Regierung. Endlich einer in der SPÖ, der es erkannt hat, muss man ehrlicherweise sagen. Und die anderen sind leider nicht in Funktion, sind eher aus der Geschichte. Aber vielleicht kommt man jetzt in den nächsten Tagen drauf, mit dem geht es einfach nicht. Vielleicht war heute dieser Ausrutscher, diese verbale Überehrlichkeit vom Joe Kallinger, wie er gesagt hat, der Verhandlungsführer ist Ludwig und der zweite ist der Akazian, eh schon der Hinweis, dass morgen vielleicht der Rücktritt kommt. Also sowas kannst du ja nicht überleben. Der Babler ist leider kein Politiker oder zumindest kein Bundespolitiker. Vielleicht ist er in Dreiskirchen wohl gelitten, mag sein. Aber es gibt ein Problem mit der SPÖ. Und das ist die Person Babler, der die Themen nicht erkannt hat, hast du oft kritisiert, auf die falschen Themen gesetzt hat und auch sie nicht verbal, rhetorisch rübergebracht hat. Aber okay, das ist eine Baustelle, die ihr zu lösen habt. Ich muss einmal vorausschicken, dass bei allen Regierungsverhandlungen auf der sozialdemokratischen Seite natürlich die sozialdemokratischen Gewerkschafter und große Bundesländer wie Wien immer eine Rolle gespielt haben. Ich kann das bestätigen, ich weiß ja, wie Regierungsverhandlungen konzipiert worden sind, wie sie geführt worden sind, das hat immer eine Rolle gespielt. Daher ist dieser Hinweis, dass da Katzian Ludwig in einer gewissen Einbezogen sind, an sich die Fortsetzung dessen... Konkretisiert, nicht einbezogen, Verhandlungsführer, ja, hat er gesagt. Ja, inhaltlich und vom Schwergewicht waren die auch in dieser Rolle. Aber was man der Daimann die Verhandlung führt und nicht der Häupl damals. Aber es ist schon so, dass da halt Wien da immer eine große Rolle gespielt hat und die Bundesländer ihre Interessen eingebracht haben. Deswegen sind sie auch gewählt worden und dass da die Gewerkschaft eine Rolle spielt. Also das ist einmal an sich kein Novum. Das ist einmal zumindest etwas, das zeigt, dass die Sozialdemokraten in der Summe es einmal versuchen wollen, Regierungsverhandlungen zu führen und sie auch zu einem Erfolg zu führen. So, das ist einmal die Botschaft, die da dahinter steckt und warum auch nicht. Ich finde, das soll man auf alle Fälle einmal versuchen. Ob das gelingt, weiß kein Mensch. Da sitzen dann andere Vertreter anderer Parteien an dem Verhandlungstisch, in dem Fall wahrscheinlich die ÖVP, möglicherweise auch die NEOS, okay. Weiß ich nicht. Ja. Oder auch die Grünen, weiß ich ja nicht. Und dann wird man sehen, ob die überhaupt noch Schnittmengen haben, die es ermöglichen, dass es ein erfolgreiches Projekt für Österreich als konservativen, liberalen Sozialdemokraten gibt, das zukunftsfest ist. Wenn das so ist, ist es so, dann wird das möglich sein, diese Regierung zu bilden, und wenn das nicht so ist, dann ist es nicht so. Und ich finde, dass da eine Richtungsdebatte in der SPÖ immer schon gegeben hat, auch in Zukunft geben wird. Auch viele der Tabus aus der Vergangenheit diskutiert werden, ist
für mich klar, das muss dann noch 21% bei der Nationalratswahl und diversen anderen Ergebnissen, glaube ich, ganz logischerweise machen. Und wenn du diese Richtungsdebatte machst, dann erst kannst du darüber diskutieren, ob man das mit den Personen, die gerade da sind, oder mit anderen Personen, dann diese Richtung auch glaubwürdig, diese Veränderung auch glaubwürdig umgesetzt wird. Das halte ich für eine viel bessere Debatte, als wenn ich glaube, ich sage der X, der Y, ich meine, du tust dich dann den Babler festmachen, dabei, der hat ja... Kann der Babler noch Parteichef bleiben? Ja, das gewählt, er ist ein gewählter Parteivorsitzender und der Babler wird sich zu beweisen haben bei allfälligen Regierungsverhandlungen. Das ist doch logisch. Jeder Parteivorsitzende, ich habe so viele Parteivorsitzende erlebt, die dann in den Regierungsverhandlungen da sich auch eingebracht haben und dann hat es sicherlich die eine oder andere Diskussion auch gegeben, ist ja nichts Besonderes. Und das wird in dem Fall genauso sein und als gewählter Parteivorsitzender wird das auch, glaube ich, auch in diesem Fall so halten. Aber was mich wundert ist, SPÖ haben wir jetzt sehr abgehandelt, mich wundert ist, angesichts des aktuellen Zustandes der SPÖ, nämlich des Zitat Erbärmlichen laut Fussi, und der Zukunftsprognose, dass das ja tendenziell nicht besser wird, sondern noch schlechter, weil erstens Pablo überhaupt kein Unrechtsbewusstsein hat, der glaubt ja bis heute, er hat die Wahl gewonnen. So tickt er. Zweitens, wenn du dann fragst, kennen Sie einen Herrn Fussi, sagt er, nein, kenne ich nicht, habe ich noch nie gehört. Der Herr Babler nämlich, da weiß auch nicht, wie das ausgeht in 3 Monaten. Hat er die 13.000 Unterschriften, gibt es eine Mitgliederbefragung, der Koalitionspakt muss noch befragt werden. Also mich wundert ja, na gut, bei der ÖVP wundert mich fast nichts mehr, aber mich wundert, dass die ÖVP nicht diese toxische Gemengenlage erkennt, die sich da in der SPÖ derzeit abspielt, dass du davon ausgehen musst, egal was du mit dem Babler verhandelst, und der kommt eh schon unter den Teppich gekrochen, damit er seinen 17.000-Euro-Job als Sozialminister kriegt. Das ist ja auch ein guter Anreiz, weil der hat schon immer Jobs und Geld gesammelt, Einkommensquellen. Aber okay, der kriegt hinein, haut jetzt alles über Bord, alles, was er bei den Wahlen, den Wählern, den 21%, für den sie die gewählt worden sind, versprochen hat. Das hat er jetzt alles über Bord, nur damit er in eine Regierung hineinkommt. Und ich traue mich wetten, ich verspreche dir das, das hält nicht einmal ein Jahr. Weil nach einem Jahr in den nächsten Landtagswahlen und Landesorganisationen alle draufkommen, das wird noch schlechter und nicht besser. Und der Erste, der ja bluten dafür mitwissen, politisch, ist der Doskozil, weil der die Wahl in Burgenland möglicherweise genau zu dem Zeitpunkt verliert, wo diese Verliererkoalition gebildet wird, wo also der Blinde in Hartschatten auf den Thron hüft. Nicht? Also wenn der Babler mit dem schlechtesten Ergebnis der Geschichte der Sozialdemokratie dann einen abgewählten Kanzler auf den Thron noch aufschickt und sagt, bitte, darf Massa, da machen wir alles, für euch machen wir alles. Was, Millionärsteuer habe ich nie gesagt, habe ich nie gefordert. Erhöhung der Körperschaftssteuer, okay, das war nicht die, das müssen andere gewesen sein. Und so läuft es. So läuft es, weil es paktiert ist. Und daher hat er sich ja schon so sicher gefühlt, der Herr Babler, am Wahlabend und sagt, wir reden eh schon. Und ich garantiere dir, die Gespräche, die da jetzt stattfinden, nächste Woche, die vom Bundespräsidenten in einer scheindemokratischen Aktion angeordnet worden sind, da wird gar nichts geredet. Das ist längst auspaktiert, die reden seit Wochen. Die treffen sich bereits in Teams, nämlich SPÖ, ÖVP. Babler, Nehammer hat ein durchgesickertes Gespräch geführt, jetzt sind sie schon 5-mal zusammengesessen. Das wissen wir alle. Da brauchen, ich verstehe nicht, warum die Menschen und die ganze Republik für dumm verkaufen und das nicht einmal zugeben. Das heißt, das ist weiter vorangeschritten. Und warum? Weil Nehammer ganz genau weiß, je länger jeder Tag, der ins Land zieht und jeder Tag, wo immer mehr an die Oberfläche kommt, dieser Verliererkoalition, schadet es da ihm persönlich, seinen Karriereplan, den Kanzlersessel mit minus 11% zur Klima, das ist ja auch eine gewisse Leistung. Musst du auch erst damit zusammenbringen, ein Drittel deiner Wähler zu verlieren und dann Kanzler zu werden. Das ist sein persönlicher Karriereplan, das ist das Wichtigste, seine Person und nicht die Partei und schon gar nicht Österreich, weil sonst müsste er sagen, Freunde, das war's. Es muss jemand kommen, der nach allen Seiten offen ist, der fair, offensiv und vor allem inhaltsreich verhandeln kann und nicht einer, der von vornherein in ein Gespräch reingeht, zum Beispiel, wie soll das abspielen, das Gespräch mit Herbert Kickl zum Beispiel? Was macht er da, der Herr Nehammer? Wenn der Herbert Kickl hingeht und sagt, pass auf, ich habe da die Programmpunkte wirtschaftlich, da können wir was umsetzen für das Land, was gut ist. Und die erste Antwort von Nehammer ist, mit dir will ich nicht. Ich meine, das ist sowas von egoistisch. Der Nehammer verkauft ja seine Inhalte, die er durchsetzen könnte mit Kickl und der FPÖ, quasi am Altar seines eigenen Egos, weil er versprochen hat, mit dem nie.
das sind die Inhalte der ÖVP, der Wirtschaft, der Industrie, der Struktur, das ist ihm völlig egal. Und dann muss ich sagen, das ist traurig, wie weit da die ÖVP gekommen ist. Und vielleicht gibt es halt auch in der ÖVP den einen oder anderen, es passiert ja schon noch im Vordergrund, die sagen, Nehammer, jetzt ist einmal Schluss mit deinem Ego-Trip und jetzt geht es einmal ums Land in erster Linie, dass fürs Land was gemacht wird und in zweiter Linie auch für die ÖVP, aus der Sicht der ÖVP und dann erst um die, das müssen wir mal sagen. Aber weil du das immer da ansprichst, ja. Die Diskussion mit dem Babler führe ich nicht da mit dir, die Diskussion, die führen wir woanders. Aber das, was du da ansprichst, ist, was den Nehammer selber betrifft, weiß ich aus der ÖVP, dass natürlich nicht nur welche gibt, die sagen, ja, Herr, schaut das auch vom Wirtschaftsprogramm her, Migrationsprogramm. Es gibt aber andere, die sagen, jetzt haben wir es schon so ein paar Mal mit dem Blauen probiert. Dann kam, naja, du kennst die Falschen, dann kam Ibiza und es war aus. Ja. Dann hat es einmal diese Spaltung gegeben. Ich sage das nicht, ich muss das immer wieder betonen, weil es schon welche gibt, die sagen, wir wollen eigentlich eine stabile Regierung und mit dem Blauen war es, wer auch immer dann die Schuld trägt. Ich will da gar nicht ungerecht sein. Ja. Aber irgendwie müssen sie ja mitschuld gewesen sein. Waren es drei Versuche und es ist jedes Mal dann instabil und vorzeitig eigentlich nichts geworden. Und wenn man das so sieht und das und dann noch gekoppelt damit, dass du jetzt eine Regierung brauchst, die diesen Standortwettbewerb besser besteht, die Budgetkonsolidierung wirklich so machen muss, dass es auch Zustimmung der Bevölkerung gibt, die für soziale Gerechtigkeit, die für Wachstum, für Beschäftigung, dass sie da was tut, ja, plus natürlich die Migrationsfrage. Die wird ja immer unter den Tisch gestellt. Das war immer mehr Kritik übrigens, auch an der eigenen Partei, dass man mit der Migrationsfrage da nie wirklich diesen Migrationspakt, den sie da mühsam beschlossen haben, dann auch im Wahlkampf kommuniziert hat. Verstehe ich bis heute nicht. Aber das war immer einer meiner Kritikpunkte dazu. So, und jetzt finde ich, ist es nur demokratisch, wenn sie da jetzt ein paar zusammensetzen und sagen, probieren wir es. Ja? Und wenn der sagt, er will den Kickl nicht, dann wird er sich das mit dem Kickl ausdiskutieren müssen. Ja? Sie haben halt Erfahrungen mit dem Kickl gesammelt. Ich persönlich bin kein Kickl-Fan, wie du ja das weißt. Ich habe zwar immer geschätzt im Parlament, dass er da Handschlagqualität gehabt hat und dass der da immer mit dem Strache gemeinsam die politischen Strategien entwickelt hat. Aber ich finde, man muss ihn nicht akzeptieren. Ja, du sagst ja so, das ganz Österreich ruft nach Kickl. Den Eindruck habe ich natürlich auch wieder nicht. Ja. Also das ist ein bisschen stellst du das ja, so dar. Ich präzisiere es gerne. Es geht darum, dass Politiker nach einer Wahl das Land im Vordergrund haben wollen, die Probleme des Landes lösen. Natürlich, und das klar. Ego zurückfahren sollen. Vor allem, wenn du so ein Wahlklatschen kriegst. Das geht aber der Kickl. Mit der Nehammer. Ja, wenn du so ein Wahlklatschen kriegst, wie der Nehammer, dann kann es doch nicht sein, dass du dein persönliches Ego weiterpflegst und sagst, nur weil ich den Kickl nicht mag, kann es keine Koalition auf breiter Ebene geben, nämlich mit 55% des Wählerwillens, der dahinter stecken würde, zwischen wenn ÖVP und FPÖ eine Regierung machen würden. Das ist nicht erklärbar, niemandem erklärbar. Ja. Und wenn du dann mit Hilfe von anderen Wahlverlierern, nämlich mit Linken, ich bin immer gesessen, erinnert im Studio, habe gesagt, wer Nehammer wird, kriegt den Babler. Und genauso kommt es jetzt da. Ganz genauso kommt es jetzt da. Und viele haben sich überlegt, nein, den Babler will ich eigentlich nicht. Das heißt, wenn du dich dann einfach nur von Verlierer zum Kanzler machen lässt, obwohl du selbst 11% verloren hast, das funktioniert. Und kleine Replik, weil du gesagt hast, das ist nicht gut gegangen. Ich war bei der Veranstaltung, da war der Herr Sebastian Kurz, Ex-Bundeskanzler. Das ist noch gar nicht so lange her, ein paar Wochen in Wien. Und dort hat er gesagt, es tut ihm eigentlich leid, diese Koalition beendet zu haben, weil die haben super zusammengearbeitet und es war ein, Zitat, Fehler, das zu machen. Ich glaube nicht, dass da die FPÖ jetzt so besonders schuld dran ist, wenn es gut gelaufen ist und der Kurz hat die Regierung aufgelöst. Und viele aus dem Umfeld von Sebastian Kurz, die zum Teil auch heute noch in Funktionen sind, denken gleich und sagen, eigentlich war das mit den Freiheitlichen eine sehr gute Zeit. Und es war auch eine gute Zeit. Da ist sehr viel weitergegangen für die Menschen im Land. Diese Regierung hat im Gegensatz zur jetzigen 60% Zustimmung gehabt. Das darf man nicht vergessen. FPÖ, ÖVP, 60% Zustimmung, jetzt überhaupt nur mehr 30% Zustimmung. Auch bei Wahlen dokumentiert. Und daher sage ich, die Demokratie, da bin ich schon am Ende, die Demokratie bedeutet, den Wählerwillen zu akzeptieren. Natürlich, und nicht umzudrehen und zu sagen, weil ich 28% habe, sind 72 gegen die, das ist nicht Demokratie. Aber Demokratie ist, dass die Wahlgewinner
Schweiz, da müssen sie miteinander zusammenarbeiten, laut Gesetz, immer ein gutes Beispiel. Ich bin ja der Meinung, das sollte die Regierung gleich beschließen überhaupt, und da sparst du die ganzen Koalitionsverhandlungen. Warum beschließt man das nicht? Dass künftig der Erste mit dem Zweiten, sofern das sich ausgeht, zu zweit eine Koalition bilden müssen, gesetzlich vorschreiben. Das wäre das Gescheiteste. Dann hast du den Wählerwillen. In einem Punkt kommen wir sogar wahrscheinlich argumentativ zusammen. Ich bin der Meinung, nur zu sagen, Kickl, nein, ist zu wenig. Da musst du dann auch dich mit den Inhalten der Partei auseinandersetzen, die dann der Kickl in das Wahlprogramm der FPÖ hineinschreiben hat lassen. Ja, da gibt es schon ein paar Punkte, wo man aber ganz radikal anderer Auffassung sein kann. Nein, muss man das nicht bei jeder Sendung sagen, aber du kennst meine Punkte, die ich habe. Du kannst es gerne sagen, ich habe ich sage es nächstes Mal, wir brauchen uns was aufhören. Mittwoch, Mittwoch ja. Aber das ist mir zu wenig, und daher finde ich, da gehört das schon auch argumentativ stärker betont. Und was die Tätigkeit von Kickl als Innenminister betrifft, das ist eine Streiterei, die geht quer durch die Parteien. Ich kann es nicht beurteilen, ich war nicht dabei. Nur schwarze Seilschaft in Frage zu stellen im Innenministerium, das wäre die Aufgabe von einem jeden Innenminister, der kein Schwarzer ist. Ja. Und alles andere, wenn der Vorwurf stimmt, hat Gewicht. Ja. Also ich will nur sagen, wir sollten da irgendwie ehrliche Debatte. Kommen wir zum Finale, Abschlussfrage. Wie geht es weiter im Bund? Auf was läuft das jetzt hinaus? Bleiben Sie dabei, dass das Richtung Dreierkoalition läuft, oder bringen diese Landtagswahlen da jetzt eine neue Dynamik rein? Sie sollten eine Dynamik reinbringen, aber ich glaube, dass das so weit gedehnt ist, dass die Gespräche so weit schon sind. Und für mich war ein Schlüsselerlebnis dieser Auftritt, dieser gespenstische Auftritt des Herrn Bundespräsidenten, der fern gegen jegliches Wahlergebnis da einfach sagt, er sieht das so, das ist ein Bad und daher vergibt er keinen Regierungsbildungsauftrag. Peinlich, antidemokratisch und inakzeptabel, was der Bundespräsident da macht. Und das war sozusagen noch einmal die letzte große Bestätigung, dass diese Ampel der Verlierer am Weg ist. Und das ist immer die einzige Einschränkung, die ich habe. Sofern nicht einer der Protagonisten, und da meine ich jetzt Protagonisten von SPÖ und ÖVP, die das vor der Wahl schon ausgepackelt haben, geht. Also wenn jetzt Nehammer morgen die Einsicht erwischt hat, ist zwar anzuzweifeln, aber etwas eigentlich so nicht geht und dass er so nicht Kanzler werden kann mit so einem Wahlverlust, oder wenn endlich in der SPÖ die Reißleine beim Babler gezogen wird, dann eröffnet das neue Möglichkeiten, weil ja dann die Verhandler, die diesen Pakt der Schande, um einmal wortwörtlich zu nennen, einer weggefallen ist und daher der Nachfolger sich daran nicht mehr halten muss. Das wird eine neue Dynamik bringen. Wenn sich personell nichts ändert, glaube ich sogar, dass wir relativ rascher, als wir alle glauben, diese furchtbare Ampel der Instabilität in Österreich bekommen. Mhm. Herr Chapp? Ja. Naja, erstens einmal, es ist natürlich ein Kampf um die Deutungshoheit von Wahlergebnissen. Peter Wesenthaler beansprucht, dass er selber die Deutungshoheit diesbezüglich hat. Ich halte da dagegen, sehe das anders. Naja, da könnte man wirklich ein bisschen heftiger über das diskutieren. Dass er sich ähnlich wie die ÖVP die Gedanken über die Parteivorsitzenden anderer Parteien macht, das finde ich ist interessant. Weil ich meine, heute zusammen, wie oft du Babler gesagt hast, das hat nicht einmal der Nehammer bei seiner Rede gesagt, wie oft der Kickl gesagt hat, dass er, nein, aber du bist ja fixiert förmlich auf ihn. Ja, und ich finde, er hat sich engagiert. Ich sehe auch hier auch meine Kritik. Er hat sich engagiert, er hat gekämpft. Also man muss das schon auch sehen. Und machst immer Zwischenrufe, wenn ich zum Babler rede. Das redest du eh du selber beim Babler. Lass mich auch beim Babler was sagen. Ja, also jedenfalls, wie geht es weiter? Ja, ich nehme an, es werden die drei Parteien versuchen, da Schnittmengen zu finden, Kompromisse zu finden. Und jetzt geht es darum, Demokratie ist natürlich auch immer ein großer Teil an Kompromissen. Und dann wird man sehen, ob das auch wirklich so sein wird. Vielen Dank, Josef Chapp und Peter Westenthaler. Am Mittwoch sind die beiden Herren dann wieder da. Da werden wir dann sicher auch noch ein bisschen über die Vorarlbergwahl, aber insbesondere natürlich über die Gespräche, die dann nächste Woche stattfinden zwischen den Parteichefs, sprechen. Ganz kurze Werbepause, dann geht es hier gleich weiter bei uns mit unserer Sondersendung zur Vorarlbergwahl.